Ein Hallo von mir und ein herzlich willkommen von eurem Charles. Wir sind jetzt wieder bei einem neuen Event. Das werden wir uns jetzt gemeinsam angucken. Dafür befinde ich mich im Moment obere Decks an der Position 11.11. Hier Stufe 30, Rhapsody Vandiel. Hier beim Questgeber. Hier der Questgeber Remumu. Sieht man auch hier relativ viele Leute. Das ist jetzt die Quest. Hier gibt es auch super schöne Sachen, die man bekommt. Können wir mal anprobieren. Schöne Teile. Wollen wir uns natürlich auch holen, weil es natürlich auch ein saisonales Event ist. Das heißt, ich werde mal annehmen. Alles klar, jetzt müssen wir an die Sonnenküste und hier, wie ihr seht, ist ein Spezialevent zu Final Fantasy 11. Das heißt, wir werden jetzt mal zur Sonnenküste reisen und werden uns ansehen, was uns dort erwartet. So, okay, wunderbar. So, wie ich sehe hier, da müssen wir hinunter. Das müsste eigentlich ein bisschen Fate sein. Das heißt, wir machen uns da mal einen Weg hinunter. So, okay, der Fate ist aufgetaucht. Anpassen nicht vergessen.
Und somit geht's los. Mal schauen, ich glaube, man muss es sogar mit der bestmöglichen abschließen. Also mal gucken, da viel Feuer rein, damit das auch alles irgendwie funktioniert. Ich glaube, dass wir so viele Gegner wie möglich erwischen. Natürlich Skills habe jetzt nur die von der Stufe 35, kann auf keine 60er Skills zurückgreifen. Leider. Da ist auch viel los. Mal gucken, ob es reicht. So, okay, dann haben wir den jetzt erfolgreich angenommen, also angenommen abgeschlossen. Jetzt müssen wir wieder in die unteren Decks. Okay, dann werden wir wieder in die unteren Decks gehen. Okay, wo müssen wir hin? Da hinüber. Im Grunde eher einfach den Leuten nachlaufen. Okay. So, okay, jetzt müssen wir Richtung Hake hernaus. Ihr seht auch, ich kommentiere nicht so viel, weil alles in Ruhe durchlesen und natürlich auch die ganzen Kurzfilme ansehen in Ruhe. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Gutswieselgrund, werden wir uns mal hin teleportieren.
und dann Richtung Hacker Herrenhaus hochlaufen und dort an dem Fete teilnehmen. So, wir kommen gerade rechtzeitig. Der Fete hat hier gerade begonnen, wie gewartet habe. Muss ich mich nochmal anpassen. Achso, ich sollte mich anpassen. Passt. Und los geht's. Ja, dann schauen wir, dass wir den Fete auch noch gut abschließen. Wir sind sehr beschäftigt im Moment alle hier. Sehr schwer, ich da als Caster da überhaupt irgendwas zu schaffen. Aber kriegen wir schon hin. Seht ihr, das geht relativ flott mit den Fates. Ein paar Sekunden und es ist vorbei. Wo immer schauen, dass man so, wenn man noch schafft, so wie ich, dann gleich teilnehmen. Ich bin gerade angekommen, ist aufgetaucht. So, das müsste es eigentlich hier gewesen sein. Jawohl, somit, Fate, wunderbar bestanden. Super. Und jetzt müssen wir, wo müssen wir hin? Okay, nach Gridania, Neu-Gridania zum Amone. Werden wir mal zu ihr hin teleportieren. Okay, dann laufen wir schnell zu ihr hin. Ihr seht eh da auch, wo alle unterwegs sind. Haben wir eh alle denselben Weg. So. Hier steht sie wieder. Schauen wir mal, was sie jetzt zu sagen hat. Okay, so jetzt haben wir wieder den nächsten Fate bekommen, Zergoli-Wüste. Wir uns gleich mal hin teleportieren. Und gucken wir, dass wir auch gleich wieder am Fate teilnehmen können. So, der Fate ist soeben wieder aufgetaucht. Na, dann legen wir gleich wieder los. Anpassen natürlich nicht vergessen. Sollte nur noch anwählbar werden, schon langsam. Okay, los geht's.
Ja, jetzt spielen wir einen Schwarzmagier-Tank, so wie man sieht. Ich hoffe, dass da irgendwann einmal ein Tank hier auftauchen wird. Na, werden wir da mal einen Chocobo dazu holen. Weil... wird man wieder Akku kriegen. Dann haben wir ein bisschen einen Heiler mit. Also ich dachte, die Fetzer sind nicht allzu schwer jetzt. So, noch 20%. Also, von den Leuten her, glaube ich, geht es einigermaßen, nicht zu viele. Also, hier kann man da ein bisschen kämpfen, nicht so wie vorhin, dass man eher permanent am Gegner suchen ist. So, 3%, 1%, so, das war's. Sehr gut. Und auch abgeschlossen. Sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir in den Treibsand. Das heißt, wir müssen am Neukreuzgang. Hier teleporten direkt gleich zum Meteoriten. Und werden wir dann gleich in den Treibsand gehen. So, sind wir in Ulda angekommen. In den Treibsand. Werden wir wieder mit der Dame reden. So, somit einmal noch, dürfte dann der letzte Fet sein. Somit zum Bozesee, Lanusea. In dem Fall oberes Lanusea. Ja, uns wieder hin teleportieren und am Fet teilnehmen.
So, der Fett ist aufgetaucht. Das heißt, anpassen und los geht's. Okay. Jetzt sind nicht allzu viele Leute da. Den müssen wir mit dem bestmöglichen Ergebnis müssen wir den abschließen. Das heißt, wir gucken, dass wir so viel wie möglich oder so gut wie möglich, dass wir den fett machen. Also drauf. Achso, zuerst mal den Ariman Wächter. Gut, dass ich es jetzt verstanden habe. Noch 3-4 Mal drauf. Auf den Boss. Also zuerst den Ariman Wächter. Und dann den anderen. Haben wohl die anderen aber auch noch nicht so verstanden. Ich bin glaube ich der Einzige, der im Moment da drauf geht. Vielleicht markieren wir mal, dass das auch mal die anderen mitkriegen. Kriegt mein Chocobo eh mit. Der hoffentlich wieder ein bisschen heilen. Im Moment bin ich der Einzige, der hier Agro hat. Wäre schön, ein Tank hier wäre. Ein schöneres Wetter hätten sie sich auch aussuchen können. Wenn ruhig die Sonne scheint hier. Aber wenigstens können wir Eisgar benutzen diesmal. Schon Vorteil. Also wenn es so weitergeht, denke ich, dass es kein Problem ist, dass wir den jetzt beim ersten Mal eigentlich gleich schaffen, weil wir müssen ja das mit dem besten Ergebnis abschließen. Aber das müsste dann ja ohne Probleme ausgehen. So, dann haben wir den gleich mal weg. Noch 25%. Agro habe ich immer noch. Heiler sieht mir auch nicht wirklich irgendeiner, ja. Nur 11%. So, jetzt müssen wir eigentlich haben. Und jetzt noch den zweiten, ne? E-Lord. Okay, den müssen wir extra anklicken. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Okay. Jetzt den anderen. Na, dann geht's los. Nochmal eine andere Art von Fate, dass man das einmal eine machen muss, dann irgendeine Aktion machen muss und dann. Okay. Finde das auch gut. Wie immer mal. Charles findet das meiste eigentlich gut. Beschwert sich eigentlich wenig. Aufpassen, ob er was castet, weil der dürfte tiefer Blick casten anscheinend, dann müssen wir sie umdrehen, denke ich mal, oder castet er dann? Okay. Okay, noch 40%.
ziehen die denn nicht hin? Hallo, Papier? Was habt ihr mit dem Ding? So, 11%, 10. So, ich hoffe, dass es auch reicht, dass wir den Abschluss auch bekommen, weil sonst müssen wir den nochmal machen. Und was sagt er? Jawohl, hat gereicht. Sehr gut. Okay, somit wieder jetzt nach Limsa Lumimsa. Und dort gucken wir dann weiter bei den unteren Decks. So, dann sind wir wieder angekommen. Ja, dann sind wir wieder angekommen in Limsa Lumimsa. Werden wir wieder hineinlaufen, wo wir zuerst schon waren. Mal gucken, ob es jetzt wirklich fertig ist oder ob wir noch wohin reisen müssen. Eigentlich hätten wir jetzt hier alles durch. Okay, jetzt wieder zurück zum Questgeber. Gucken wir, ob da, ob man dort da abschließen sollen wieder. Ja, genau, in der ertränkten Sorge wieder. Das heißt, wir können uns Achterburg teleportieren. Werden wir das gleich mal machen. Gleiches Iteritennetz, Achterburg. Ist dann der kürzeste Weg. Also für mich ist Limsa immer noch ein bisschen verwirrend, das heißt, die suchen wir immer irgendwann den nächsten Eteriten, der dort ist. Weil mit diesen ganzen Stufen runter, rauf, links, rechts, ein bisschen verwirrend. Also mein Lieblingsstadt ist Ulda, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich einigermaßen sehr gut aus. Und Limsa ist ehrlich gesagt nicht so meins. So, jetzt müssen wir in eine andere Richtung. Mal gleich mal hinlaufen. Zur ertränkten Sorge wieder. Hier müsst ihr auf der rechten Seite stehen wieder. Upp. So. Schön hinstellen.
Ja, somit können wir das Event abschließen. Muss ganz ehrlich sagen, hat mir echt wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vor allem die Schlussszenen auch von Final Fantasy wieder. Da hat SE sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Meiner Meinung nach ein bisschen mehr Mühe als beim letzten Event. Auch die Vergütung finde ich sehr, sehr gut von SE. Muss ich sagen, hat mir dieses Event wirklich sehr gut gefallen. Wir werden natürlich noch die Sachen ausprobieren, bekommen auch die Errungenschaft. Wenn wir hier kurz an die Seite stellen, werde ich natürlich noch, so wie letztens auch natürlich, das ganze Gear zeigen, was wir alles bekommen haben. Was haben wir denn alles bekommen? Mal hier schauen, gucken wir. Eins, fünf Sachen müssen es sein. Mal einordnen. Jawohl, werden wir mal alles anlegen. So, werden wir uns das mal angucken in Ruhe. Wieder sehr schön gemacht. Auch sicher gut zu klemmen, wenn es jemand möchte. Auch Schuhe. Hose. Sehr schön. Okay. Somit ist dieses Event beendet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wer heute noch einige andere Episoden noch aufnehmen. Somit hoffe ich, dass ihr wieder weiter guckt auf meinem Channel. Über ein Like würde ich mich freuen und natürlich abonniert mich auch. Somit verabschiede ich mich mit einem Tschüss und ebenso ein Tschüss vom Charles und bis zum nächsten Mal.